Ja, moin Leute, euer Sebo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Und wir geben unserem Sulik alles, was wir so noch nicht brauchen derzeit. Medikamente ungern, die setzt er sonst ein. Komm, das Heilpulver kannst du nehmen, das nehme ich sowieso sehr ungerne. Wir sind natürlich abhängig und deswegen können wir nicht so viel tragen. Ich verstehe. Dann nimm doch mal die Karten, die brauche ich auch derzeit nicht. Die Munition brauche ich derzeit nicht. Das brauche ich derzeit nicht. Das auch nicht. Die Granate behalte ich mal, sonst wirfst du sie mir noch weg. Ich weiß nicht, ob das hier ein Gewicht hat. Ist mir auch egal. Gummistiefel brauche ich derzeit auch nicht. Und schon sind wir ein bisschen weniger belastet. 39 Gewicht an ihn. Aha. Können wir kurz mal was gucken? Das hat schon mal kein Gewicht. Das hat auch kein Gewicht. Was wiegt denn bei mir so viel? Die Seile? Die Seile wiegen tatsächlich richtig viel. Okay, die Seile sind unser Problem, aber wir legen einfach die Seile kurz weg. Wir wissen ja, wo wir sie finden können. Ich hoffe, die spawnen nicht. Aber ich bezweifle stark, dass sie spawnen. Wir legen uns hier einfach so ein Lager ein. Für Dinge, die wir nicht brauchen. So. Sagen wir so. 5. Die anderen Seile behalten wir. Ich wollte ja nicht 2 behalten. Ich dachte, wir haben 7 Seile. Egal. So viel dazu. Gut. Heute sind wir auf der Suche nach einem Bengel im Vorhof, hat er gesagt. Oder hat er geschrieben, besser gesagt. Aber wo ist denn der Vorhof? Bunkerstadt. Vorstadt. Vorstadt stand da. Ist das jetzt hier die Vorstadt oder ist das da unten die Vorstadt? Also ich sehe hier keine Kinder. Ist vielleicht auch zu dunkel. Wir gehen runter, da können wir sowieso warten, bis es Tag wird. Und dann gucken wir mal, ob wir da einen Bengel finden. So, hier können wir kurz warten. Ne? Bis Mittag ausruhen. Dann schauen wir mal. Wir haben hier doch schon mal geguckt, ob hier irgendwo ein Kind ist, ne? Ich werde die ganze verfluchte Gegend abgrasen. Oh, das Kind. Brunnen. Ich mag es ja, bei Brunnen ein Seil einzusetzen, um zu gucken, ob man runter kann. Deswegen machen wir das mal. Es passiert nichts, okay. Du stehst vor der Tür, deswegen starre ich so. Es muss ein Bug sein oder so, weil... Seit wann stehen die alle vor der Tür? Wo versteckt ihr hier eure Kinder? Ich könnte mir ansonsten noch vorstellen, dass die Vorstadt tatsächlich da oben ist irgendwo. Ich sehe hier kaum Kinder, das ist das Bizarre daran. So sind in Bunkerstadt keine Kinder. Schauen wir mal hier. Taphaus. Taphaus sind keine Kinder, ne? Sieht nicht so aus. Wer seid ihr? Seid ihr schon immer hier gewesen? Du siehst einen Bürger in einem hellen blauen Overall. Der ist nicht was? Der hat eine Rüstung an. Es ist keine Nummer hinten drauf.
Wieso ist da nirgendwo eine Nummer hinten drauf? Stimmt. Habe ich so gar nicht drauf geachtet. Sehr seltsam. Wo ist hier dieses Kind? Ich brauche doch nur diesen Schraubenschlüssel. Ist er vielleicht so klein, dass man ihn nicht sieht? Oder ist er hier immer noch unsichtbar? Das wäre ja auch grausam. Hier sind nirgends Kinder. Moment, die Wohnsiedlungen sind doch hier oben, ne? Das hier oben war noch hier oben die Wohnsiedlung. Soweit ich mich erinnern kann. Habt ihr Kinder? Nee, aber ihr habt einen Schrank hier. Oh, verschlossen. Shit. Ihr wollt nur gucken, was ihr da drin habt. Okay, dann verstecken wir uns einfach hier. Ach, dann halt nicht. Ich bin sowieso noch auf der Suche nach einem Kind. Das ist suspekt, dass ihr hier keine Kinder habt. Guten Tag, Bürger. Wer sind alle eure Kinder? Wer bist du? Mhm. Du bist ein Bürger von Bunkerstadt. Das kann doch nicht sein. Bunkerstadt hat keine Kinder, aber gut, was soll's. Finden wir nicht das Kind. Das ist jetzt mal, dass ausgerechnet hier keine Kinder sind. Gut, gehen wir Richtung Superbutan. Scheiß drauf. Schade. Vielleicht finden wir irgendwo noch mal einen Schraubenschlüssel. Ich glaube, wir hatten einmal einen gefunden. Im letzten Speicherstand. Weiß aber nicht mehr. Wo genau. Mist, ich hätte aufpassen sollen, ey. War mir damals aber auch egal. Ganz ehrlich. Was soll mich das interessieren, ob ich da einen Schraubenschlüssel finde? Du sollst den Scheiß aufmachen. Gut. Das ist echt lame, ne? Naja, wir finden schon noch einen, wir finden schon noch einen. Früher oder später kriegt man immer einen, denke ich mal. Komm. Wir müssen sowieso noch bei den Banditen vorbei. Und ja, da werden wir schon angegriffen. Hallo, ihr da. Patrouillenwache. Was bewacht ihr denn so Schönes? Oh ja, Stimpaks for free. Ist mir scheißegal, wie die Stimpaks haben. Wir müssen jetzt schon einen großen Vorrat anlegen an Stimpaks. Nur für den Fall der Fälle. So, und ob ihr jetzt verreckt oder nicht, das ist mir eigentlich total Wumpe. Sollt ihr doch drauf gehen. Haha! Okay, weiter geht's.
Gehen wir erstmal zu den Banditen, ne? Haben wir überhaupt diese Quest bekommen von den Banditen? Ich glaub schon. Ein Hund? Zwei Hunde? Na gut, es sind ein paar mehr Hunde, aber trotzdem ein bisschen seltsam. Oh, wegen der Abhängigkeit kann ich nur noch einmal schießen. Ach du Scheiße. Die Abhängigkeit muss doch irgendwann vorbeigehen, oder? Es verbraucht so viel Munition. Wir gehen nochmal zurück zur Bunkerstadt. Ich muss meine Abhängigkeit irgendwie loswerden. Muss meine Abhängigkeit loswerden. Shit. Zurück. Zurück. Wenn ich abhängig bin, dann bin ich im Arsch. Weniger AP. Was soll denn das? Tatsächlich. Nur 7. Alright. Alles klar, ich wusste das. Der gute alte Doktor wird mich nicht im Stich lassen. Okay. Ich bin immer noch abhängig, ne? Bist du hier, weil du zusammengefickt werden möchtest? Wie, ich kann nicht noch... Okay. Wir haben ein Problem. Können wir das aussitzen? Können wir das aussitzen? Pip-Boy. Bis zur Heilung ausruhen. Wart mal so 3 Tage. Ich glaube, selbst das Laufen geht ja schneller, ne? Gut, dann sind wir halt abhängig. Shit. Ich kann nur hoffen, dass sich das irgendwo von alleine auflöst oder wir einen richtigen Arzt treffen. Ja klar. Ich sehe das als gratis Stuff an. Ich chill hier. Das ist gut. Und wenn so eine Patrouille abkackt, ist es noch besser. Aber ich bezweifle, dass sie abkacken werden. Ich meine, guckt es euch an. Die Patrouille dreht richtig durch. Ja, so easy geht das. Und dann stauben wir ab. Und klauen den gleich nochmal ihre Stimpacks. Aber gegen sie antreten werden wir höchstwahrscheinlich noch lange nicht können.
Kann man alles schön verkaufen, Freunde. Oh ja. 54 Snippacks haben wir. Ich will auf jeden Fall noch mehr haben. Dass wir unsterblich sind quasi. Ach, nett. Nochmal so eine Waffe. So. Na Jungs, was geht? Hallo Bürger. Hallo Wache. Vielen Dank für den Stimpact. Oh. Er hat keine Munition für Sturmgewehr. Auch nicht schlecht. Ach komm. Doch, ich will nur dein Zeug haben. Mehr will ich nicht. Ist nicht wahr. Okay, gehen wir hinter ihr. Vielleicht haben wir dann eine bessere Möglichkeit. Ja, geht doch. Weiß nicht, wieso es klappt, aber hinter ihr klappt es immer besser. Vielleicht, weil sie nicht sieht, dass ich ihr in die Taschen rumfummel. Das kann natürlich sein. So. Ach komm. Der letzte. Ich will auch so eine Tasche haben. Ich wette, mit so einer Tasche kann man mehr tragen. Okay, so. Hauen wir ab. Ich bin immer noch abhängig. Das ist scheiße. Aber vielleicht löst sich das irgendwann mal auf. Ich hab Hoffnung. Ich hab Hoffnung, Freunde. Boah, diesen Supermutanten mit dem Supermutanten. Oh, wie geil wäre das schon, bitte. Wir können jetzt sowieso zwei Begleiter haben. Das heißt, wir haben Solic und den Supermutanten. Das heißt, wir können auch doppelt so viel tragen. Aber wir sind gleich im Gebiet der Raider, ne? Da. Huch. Scheiße, ich muss hier weg. Okay. Nee. Ist nicht mit mir. Habe ich den jetzt beklaut? Ich weiß es gar nicht. Ey, lass mich doch hier nicht verstrahlen. Was ist das denn für eine Scheiße gewesen? Beim letzten Mal, als wir einfach nur nach unten gelaufen sind, nach Broken Hills, sind wir besser durchgekommen. Nur dann war halt dieser komische Ort da, ne? Wir biegen einfach rechtzeitig ab. Oder auch nicht. Okay, wir haben hier jemanden zu beklauen, Freunde. Was habt ihr so dabei? Ihr habt bestimmt keine Stimpacks dabei, oder? Nein. Oh, Right Away ist sehr viel wert. Dann speichern wir kurz. Die Frage ist, kann ich damit meine Abhängigkeit irgendwie loswerden oder damit loswerden? Oder Gegengift? Mit Gegengift könnte es auch funktionieren. So, schauen wir mal. Wir probieren mal rum. Gegengift. Okay. Arzttasche. Du siehst schon gesund aus. Erste Hilfe. Das Objekt bewegen? Nein. Schon gesund. Yay.
Mal gucken, ich bin ja abhängig, ne? Jetzt habe ich meine quasi meine Abhängigkeit befriedigt. Ja. Und mein Jet habe ich jetzt verkauft. Das ist das Problem. Ansonsten wäre das ja gar kein Problem gewesen, ne? So, dann speichern wir hier ganz kurz. Können wir hier auch direkt warten? Tatsächlich. Bis Mittag. Ich möchte jetzt ganz viel warten, so viel warten, wie es möglich ist, um die Abhängigkeit irgendwie loszuwerden. Weil irgendwann ist man halt kuriert, ne? Irgendwann. Ach, das war das mit den Fallen hier, ne? Hier waren überall Fallen. Ich hoffe, ich falle nicht nochmal runter. Wir wissen jetzt mal, wo schon mal die Löcher sind. Wir versuchen uns einfach mal da dann vorbeizuschleichen. Nicht in ein offenes Gebiet rennen. Immer schön am Rand entlang. Wenn Zulik gleich reinfällt, ist mir das scheißegal. Da ist schon mal das eine Loch. So, die 500 Erfahrung nehme ich natürlich gerne mit. Ist hier irgendwo jemand? Nee, ne? Achso, sind die Gespräche aus dem letzten Fenster, ich verstehe. Ich höre nur die ganze Zeit irgendwie so eine Waffe klicken, aber das ist höchstwahrscheinlich meine. Immer schön am Rand entlang, da kann uns nichts passieren. Wer packt denn schon Löcher in den Rand? Niemand. Ups. Sehr nice, wir kommen raus. Ja. Yeah. Okay. Die Frage ist, haben wir San Francisco schon auf unserer Karte? Da müssen wir nämlich hin, da habe ich gehört, dass man das Ding sammeln kann. San Francisco. Und Ureno haben wir, ja. Aber nicht San Francisco. War das nicht in der Nähe von der RNK? Vergessen zu speichern. Nein! Was seht ihr? Du siehst eine fies aussehende Person. Okay, ich werde an dieser Stelle speichern, weil ich kann noch abhauen, falls irgendwas passiert. Wir haben also einen Zug dazu gewonnen, ja? Vielleicht haben wir Glück. Wir sind alle mit einmal gestorben. Das ist kein Glück. Ja, Zulik läuft mit mir. Auf mit mir, mein Freund. Wir sind frei! Ich könnte jetzt zwar snipern und alles, aber ich will einfach nur frei sein. Bevor Zulik da wieder hinläuft. Okay, Broken Hills, ich komme. Und dann müssen wir gleich San Francisco suchen. So, ich möchte gerne Pip-Boy ein bisschen warten. Bis Mittag. Und vielleicht sogar den Typen hier beklauen. Oh, das ist göttlich. Dankeschön.